rechts, das sind unsere Argenter Buben. Das sind 5 Mann Obergreiner Besetzung. Und die bringen jetzt ein bisschen Schwung rein mit Obergreiner Sound. Argen, das ist eine Ortschaft, haben sie mir gesagt, zwischen München und Tegernsee. Die sind am weitesten angereist und bleiben da heute über Nacht. Die eine oder andere Dame haben uns gesagt, hat Zeit, weil die haben noch ein Bett frei. Der Chef von denen ist der Herr Grübmeier ohne E. Der Grübmeier Valentin und die AG der Burg gibt es seit 1974. Sind gegründet worden von Valentin und seinem Cousin Helmut vor 15 Jahren. Jetzt schaut euch das mal an, so alt schaut es noch gar nicht aus. Haben wir mittlerweile 40 Jahre Bühnenerfahrung und aus dem Valentin und dem Helmut spielt einer mit. Der Hans, der Klaus und der Franz. Der Valentin ist ein gebürtiger Argenter, genauso wie der Bruder Hans. Die sind aus dem oberbayerischen Umland und spielen jede Hochzeit, jede Scheidung, jedes Strudelfest. Und wie gesagt, sind die Musikanten treffen, wie wir heute haben. Ein Applaus für unsere Argenter Musikanten. Und jetzt ein Anzug für die. Offiziell vorgestellt worden, wenn man wie so einen Ansager hat und so einen
Konferencier braucht man selber normalerweise immer gar nicht mehr viel machen. Aber ich lasse mir das auch trotzdem nicht nehmen. Ein herzliches Grüß Gott aus dem bayerischen Oberland. Die Argenter Buben begrüßen euch recht herzlich heute. Armerwald Radio Fan-Treffen. Wir sind heuer zum allerersten Mal dabei. Freut uns natürlich riesig. Ein vollbesetzter Saal, gut fachlich abgestimmtes Publikum, die wo solche Veranstaltungen einfach gern mögen. Und da fühlt man sich, wenn man reingeht, so wie ich gleich so richtig heimlich, da fühlt man sich wohl, das sind Leute wie du und ich, und er und sie, so ungefähr. Ja, liebe Gäste, das erste Stück, was wir heute gemacht haben, gut drauf. Auf ganz besonderen Wunsch von der Moderatorin Christina, die muss sie ja alle kennt aus dem Radio Arberwald, die hat sich das heute gewünscht, damit wir heute mit dem Stickel anfangen und sie braucht nicht dazwischen reden, hat sie gesagt. Weil sonst hat sie das Stickel über bei ihr in der Sendung zum Auftakt und dann quasselt sie immer dazwischen, wie halt Weiber so sein. So, liebe Gäste, aber jetzt machen wir. Was ich heute ein bisschen vermisst habe, muss ich sagen, der Tanzboden ist heute ein bisschen leer. Ich war ja heuer im Frühjahr schon mal, da war ich mit dabei, da ist sauber getanzt worden. Und da laden wir euch jetzt natürlich hey, eine flotte Polka, einen bayerischen, einen Walzer. Auf geht's, los geht's. Unser nächster Titel an der slowenischen Grenz. Auseinander und wieder zusammen, auf geht's zum Jubiläumsbarischen.
Ha, 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 ha.